Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem wohl schillerndsten Grand Prix überhaupt in der Rennkalender. Herzlich willkommen zu Station Nummer 14 zum großen Preis von Singapur. Das nächste Nachtrennen steht an und das war diesmal ein reines Nachtrennen. Und ja, wir starten heute an diesem Freitag mit dem freien Training rein und ja, mit einer kleinen Änderung. Wir haben es mitbekommen, dass wir am Ende der letzten Folge nochmal alle Komponenten geändert haben. Das heißt, die Qualifikation morgen ist dann herzlich egal. Wir starten eh vom letzten Platz. Ich habe einmal komplett alles ausgetauscht. Alle Getriebe, alle Motorteile und. Macht es dann in meiner Auto nicht mehr fett. Jo. So, Eventklo fehlgeschlagen. Die Ölverbrennung ist gescheitert. Na super, welche eine Überraschung. Ja, dann gehen wir mal rein ins erste freie Training. Wie gesagt, ich habe alle kompletten Einheiten durch und das heißt, wir gehen auf jeden Fall rein ins T1. Das erste freie Training in diesem Rennen, an diesem Freitag. So. Ein herzliches Willkommen an alle Rennsportfans, die heute live mit uns dabei sind, wenn hier in Singapur gleich die grüne Ampel angeht. Stefan Römer sitzt neben mir und wird uns durch das heutige freie Training begleiten. Vielen Dank, dass du hier bist und sag mal, worauf sollten wir heute unsere Aufmerksamkeit richten? Ich denke, wir sollten uns heute das gesamte Feld ansehen und darauf achten, wie weit die Autos mit einem einzigen Satz Reifen kommen können. Während alle verschiedene Einstellungen und Treibstoffmengen ausprobieren werden, kann man definitiv Trends für jede Reifenmischung erkennen, wenn man aufmerksam ist. Dadurch können wir uns ungefähr ausrechnen, wie lange die Fahrer später am Renntag draußen bleiben können. So ist es. Ja, wir sind immer in Station Nummer 15 und nicht Nummer 13, wie ich das eingangs erwähnt habe. Also nächstes Rennwochenende hier im Williams werden wir heute hoffentlich wieder was machen. Wir gucken einfach mal aufs Wetter. Aber theoretisch und trockenes Wochenende. Drin ganz trocken Training. Zwei kompletten nass. Training 3 geht ins Nasse. Qualifying okay. Und das Rennen wird nass werden. Naja, okay. Also leicht nass. Also gut, okay. Da fahren wir tatsächlich das Training mit der Mediummischung. Dann ist das soweit. Okay, ich habe ein Setup für beide Fälle. Das heißt, war mir klar. Okay, here's something to remember about this circuit. Turn 7 is the favored spot for overtaking. Take a nice wide entry into 5. Don't take too much curb as you'll risk lifting the front and understeering. It's flat out through 6 and then hard on the brakes for 7. It'll be very bumpy and dirty offline. Ja, so ist es. Also wir fahren auf jeden Fall mit dem Medium-Reifen los, weil wir die harten Reifen nicht brauchen durch das nasse Rennwochenende. Und Singapur bei Tag ist auch mal was anderes als bei Nacht. 60 Plätze Griftstrafe, Bauteiländerung. Also wie safe starten wir vom letzten Platz. Das ist okay. Das war von Anfang an klar. Das mussten wir immer mal machen. Und so können wir wahrscheinlich mit den kompletten neuen Teilen ins letzte Rennen gehen und hoffen, dass wir bzw. in den Rest der Saison gehen. 15. Saisonstation. Ich hoffe, dass wir keine Teile mehr ändern müssen. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt wird. Gefühlter, wir werden. Dadurch ist das Qualifying. Werden wir wahrscheinlich morgen nur einen Spot setzen. Weil, was bringt mir das groß jetzt noch, drei Qualifying zu fahren? Oder das gute Qualifying zu fahren. Wenn wir eh von hinten starten. Und diese Reifen zu kaputt zu fahren. Die Trainings sind gar nicht mal so unwichtig. Auf jeden Fall mal schauen, wie wir es erholen. Also, ich denke mal, dass wir mit dem Sieg mitfahren, wenn wir nicht. Es wird auf dieser Strecke viel zu schwierig sein, aber warum nicht? Mal gucken. Nächste Woche geht es dann nach Russland und dann geht es Japan mit Japan weiter. Aber jetzt erstmal Singapur. Natürlich wollen wir ja auch im Training einen kleinen Trend setzen oder einen
gutes Zeichen sind, nach vorne fahren, so weit wie möglich nach vorne zu fahren. Momentan sind wir ja die schnellsten auf der Strecke, aber ich glaube, der McLaren da vorne, der hat auch nicht, ist auch nicht ganz langsam. McLaren, das Team, das ich ja in der Sonntagssieger fahre und auf einen fantastischen vorerst fünften Platz gestellt habe, da gibt es wahrscheinlich noch eine Strafe, das heißt, es wird wahrscheinlich sogar Platz 4 werden und 12 wichtige Punkte zum Auftakt der neuen Saison. Naja. So, die erste Runde geht auf 1:42.986. Aber wir nicht wissen, ob das reicht, vorne ranzufahren. Übel sie. Ja, ist der Sektor schon mal violett. Und Leclerc ist hinter uns, auf Soft. Ja, der Sektor, der war nicht perfekt. Das war nicht so ideal. Reicht aber, um im zweiten Sektor einen violetten Abschnitzer, einen grünen Abschnitzer haben. Der war langsam auf jeden Fall, der unser Voriger. Das vor uns ist Norris. Oh, leichter Crash hier drin. Reicht auf jeden Fall, um nochmal eine Bestzeit zu setzen. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Wenn wir auch nur knapp vorne sind. Hamilton nur 7, aber auf hart. Jetzt auf 8. Boah, das mit einer guten Zeit nochmal ein bisschen schneller. Die knabbern uns ein bisschen vorspielen, aber sieht man schon sehr gut, dass wir hier tatsächlich den ersten Abschnitt gewinnen. Raikön. Boah, Raikön. Oh. Leclerc vorne, ja, die fahren jetzt alle schneller in den Runden. Aber ist egal. Wie gesagt, nochmal. Keiner erwartet, dass wir hier gewinnen. Da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Raikönen, Leclerc und Richter. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, die Plus 60 sehen natürlich ziemlich heftig aus, aber das ist alles nur für die Triebwerkkomponente. Weil alles getauscht wurde, einmal komplett am Auto. Das war wohl Pech da draußen. Was? Sprechen wir darüber. Wofür? Sie haben heute ein paar Teile auf die Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Du hast keines gemacht. Danke für den Kommentar. Ist keines passiert. Mein Gott. So, das ist Training 2, was jetzt gleich ansteht. Ja, dann hüpfen wir mal rein ins T2, liebe Leute. Jetzt ebenfalls mit dem Dings.
conditions as they are, I'd suggest you take a set of full wets. Dann fahren wir mal mit dem Last-Setup. Ich hoffe, dass das mit der mittleren Traktion auch passt bei den Wetterbedingungen. Boah, Alter. Am Anbremsen ist auf jeden Fall unsere Schwierigkeiten. Ich muss kurz was umstellen. Bei nassem Wetter fahre ich immer ein bisschen. Fahre ich lieber ein bisschen mehr Traktion. Beim Trocken fahre ich ja mittlere. Naja, schauen wir mal. Uiuiuiui, der möchte aber. Der möchte aber. Bisschen leichtes Rutschen drin. Immer so kleine Mini-Rutscher drin. Was es natürlich nicht ideal macht. Das war fast klar. Butler, 2 Minuten 4. Wir sind langsamer. Und zwar um gute 2 Sekunden. Und Perez für 2 Minuten 3 sogar. Mein Bestes gerade, dass wir nochmal eine Zeit setzen können. Ich hasse das, ne? Das erklärt auch die schwache Zeit.
hasse es, wenn jemand umschalten muss. Das kriege ich so komplett aus dem Konzept raus. Das kostet richtig Zeit. Jetzt mit Hand vor Alben noch. Ist alles anders einfach gerade zu fahren. Dafür, dass wir manchmal eine Sekunde Vorsprung haben, sind wir jetzt mittlerweile echt schlecht dran wieder. Einen Versuch müssen wir nochmal setzen. Einen richtigen Versuch. Krass, wie weit die Zeit kostet. Ja, das war's. An dieser Stelle, wie weit der die Runden, wie weit der kostet? Der kostet mir da fast anderthalb Sekunden oder eine Sekunde. An dieser gleichen Ecke. Und da verliere ich's. Da lass es liegen. Also keine Interzeiten dabei, ne? Alles trocken, alles Fullbett. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Weber, Norris und Carlos Sainz Jr. Hammer. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor. Jetzt haben wir jetzt über anderthalb Sekunden Rückstand. Ja, diese eine Kurve, die war alles die Zeit komplett gekostet. Aber es ist, wie gesagt, ist ja auch unwichtig dann in dem Moment. So, Training 3. So. Gut. Rein Training 3. So, ab ins Trockene wieder. So. Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session. So, probieren wir es mal. Aber hier nochmal einen guten Abschnitt sagen. Sehen. Ich
erwarte nicht, dass wir vorne um die Spitze mitfahren. Ich erwarte nur, dass wir ein ziemlich besseres Ergebnis hinkriegen. Achso, wir haben noch eine weitere Grillschaffe. Ja, ist ja egal. Ob das 60 oder 65 Plätze sind. Weil sie sonst das nochmal 20 geben. Egal. Who cares? Wir haben schon mal am Anfang so eine Katastrophensaison gefahren. Ich hoffe, in die WM geht sowieso nicht mehr. Aber gucken wir mal, was drin ist noch. Nach dem Italien Grand Prix sind wir vielleicht wieder doch noch drin. Nächste Woche Russland erwarte ich wieder ein bisschen was. Hier am Wochenende erwarte ich nämlich gar nichts. Und dann müssen wir gucken, was wir in Japan noch ein bisschen was gerissen bekommen. Naja, mal gucken. Hey, wir waren 46, was haben wir gefahren? 42er? Vor uns ist ein Alpha. Das ist Lukas Weber, der schnellste aus dem T2. Die Zeit haben wir mal. Ach, die war aber nicht gut. So, mal gucken, ob wir mit dem Windschatten ein bisschen was reißen können. Oh, Russell pulverisiert mal kurz in unsere schnellste Runde. Gucken, was wir jetzt kriegen nochmal. Reicht nicht ganz. Jetzt mal an der Ecke, ne?
Ich komme nicht an die Zeit von meinem Teamkollegen gerade ran. Reicht nicht. Es reicht nicht, liebe Leute. Wir kommen nicht an die Zeit von Russell und Butler ran. Vor allem habe ich auch keine schnellen Soft mehr. Wo man immer was noch reißen könnte. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Leclerc und Daniel Ricciardo. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, Platz 11 ist es nur. Platz 11 ist es am Ende nur. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht an meinen Teamkollegen rankam. Das war wohl Pech da draußen. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Glauben Sie, dass diese Grid-Strafe berechtigt war? Ja, was soll ich sagen? Ich habe die Radteile gewechselt, ne? Wie fährt sich das Auto im Regen? Machen Sie sich irgendwelche Sorgen? Danke für den Kommentar. Jo. Naja, wir will sie, was dran ist. Wir werden sehen. Abwarten. Naja. Okay, das war das freie Training. So, gucken, was ich noch richten. Ja, so. Jetzt, was haben wir heute vorher gesagt? Training. Ja, müssen wir, also, wir müssen am Anfang also fahren. Gut. Dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019 mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Singapur. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.